Stadion. Seit einigen Minuten regnet es hier unaufhörlich und das auch wirklich nicht zu knapp. Aber wenn ich das so von hier oben vom Kommentatorenplatz aus sehe, hat dieses Stadion hier eine sehr gute Drainage. Das Wasser läuft gut ab, also ich könnte von hier oben durchaus feststellen, man kann auf dem Platz spielen. Es sind reguläre Bedingungen. Der ganze Stolz einer Region. Freistoß für den FC Barcelona. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Paulinho. Die Spielkultur dieses Teams ist auf Ballbesitz und kurze Pässe ausgerichtet. Wir sehen hier viele schnelle Passfolgen im Aufbauspiel. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Wenn ein Stürmer seiner Klasse allein vor dem Torhüter auftauchen könnte, dann musst du zu Beginn der Maßen als Verteidiger alles tun, um das zu verhindern. Er hat's getan. Er versucht's. Volle Möhre. Paulinho. Paulo Dybala. Er hat ihn einfach stehen lassen. Den hat er ganz genau geschnuppert. Er schießt. Hier geht es gleich ganz gut zur Sache. Eine Mannschaft hat sich schon die erste Chance rausgespielt. Und das heißt immer noch 0:0. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Freistoß für den FC Barcelona. Ab nach vorn und hoffen. Spielt ab. Und er läuft in die Abseitsfalle. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Dybala. Dybala hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Und dann ist er weg, der Ball. Da ist sie, die Chance für Dybala. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Das sieht gut aus. Ja.
Rafa Silva. Er ist vorbei. Clever gespielt. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Klasse durchgesteckt. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Paulinho. Den Mut. Er versucht's. Ein letzter gefährlicher Moment für den Torhüter, aber jetzt ist Halbzeit. 0:0. Bis jetzt völlig überraschend. Keine Tore. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Immer noch steht es unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher wirklich in vollem Maße überzeugen. Mit viel Gefühl. Schon läuft der Gegenangriff. Am Ball Dybala. Und jetzt aber. Da ist hier die Chance für Dybala. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich Abseits. Paulinho. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Paulo Dybala. Der kommt an. Nutze die Chance. Da verheddert er sich. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Paulinho verliert den festen Stand. Paulinho. Sauber getimter Pass. Das könnte was werden. Und vorbei. Schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. 1:0, die Führung. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Das sind auf beiden Seiten viel zu viele leichte Ballverluste. Und hier ist wieder Schluss. Ja, gar keine Frage, das war faul. Also Freistoß. Das die Chance. Und er zieht. Jetzt ist er drin. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer.
Wir sind auf Remis-Kurs. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich... Macht er was raus? Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Wieder zurück ins Zentrum. Jetzt der Abschluss. Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. So, jetzt wird wohl gewechselt. Aufgelegt. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Da hat er den Überblick behalten. Macht er den? Und er sitzt. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Die Hintermannschaft unaufmerksam, die Hintermannschaft fahrlässig. Da ist die Möglichkeit. Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Ein Blick auf die Uhr und sie wissen... Oh, das kann ins Auge gehen! Freistoß für den FC Barcelona. Köln, schon mit zweimal Gelb. Ein Freistoß aus einer aussichtsreichen Position. Der Countdown läuft. Jetzt der Schuss. Das wird nichts. Weit vorbei. Paulinho ist körperlich einfach unterlegen. Freistoß für den FC Barcelona. Köln. Jetzt mit drei Spielern, die bereits Gelb gesehen haben. Gut verteidigt, der war wichtig. Hier ist Rafa Silva. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Silva. Und die Kontergelegenheit. Ui, das ist eine Chance. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf.